Hello again. Ja, wir sind wieder hier bei Stranded Deep. Ich bin im Real Life auch gerade ganz gut drauf, weil ein paar Dinge wenden sich zum Guten, sag ich mal. Also es kann gut sein, dass irgendwann mal ein neuer PC hier bei mir auf dem Schreibtisch steht und eine neue Formel 1 Season startet, sowohl in echt als auch virtuell, sag ich mal. Und ich bin ehrgeizig wie je zuvor und wie nie zuvor und versuche natürlich, wenn ich Niederlagen habe, nicht allzu schlecht oder nicht allzu lange schlecht drauf zu sein. Das nehme ich mir auf jeden Fall sehr, sehr vor. Dann freue ich mich natürlich auf den Frühling, der hoffentlich auch mal bald kommt. Wenn ihr das Video hier seht, vielleicht kommt das ja schon bald. Und noch viel vor, auch würde auch mal ganz gerne wieder Go-Kart fahren. Da bin ich natürlich auch mal sehr ehrgeizig und so weiter und so weiter. Aber das nur mal so am Rande. Und apropos Niederlagen und so. Auch wenn das hier vielleicht nicht, was heißt Niederlagen, wenn das hier nicht so viele gucken, vielleicht nicht so viele wie erhofft oder wie früher, dachte ich eher so Survival Games kommen gut an, aber gut, hält mich das nicht davon ab, das hier einfach so aufzugeben. Also es geht dann halt so lange, wie es halt geht. So, ich bin ja wieder hier übrigens. Da sind noch einige. Ach, die Kisten habe ich da runtergeholt. Ich wollte das erst abbauen, auch dieses Containerregal. Aber vielleicht brauchen wir das sowieso noch. Und ich habe ganz, ganz viele Stöcke hier, ganz, ganz viele Holzstämme. Und hier habe ich auch einige Kisten hingepackt und auch Containerregale gebaut. Hier zum Beispiel die Hämmer drin, die Hammer, was ist die Mehrzahl, ich weiß es nicht. Die Lampen, sowas hier, Kompass, wer ist die nochmal? Leuchtpistolen, ja. Speere. Fischbeere natürlich auch. Und hier sind natürlich die ganzen Treibstoffeinheiten. Gyrokopter, das müssen wir auch noch übrigens machen. Sauerstoffflaschen. Transportmittel. Filtereinheiten. Das muss ich auch alles nicht mehr mitnehmen, wenn wir das in Frax finden. Elektronikeinheiten. Stoffe. Hier auch noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Lehm. Da könnten wir mal wieder ein bisschen was gebrauchen. Steine sind hier. Noch mehr Steine, noch mehr Steine. Hier auch noch. Hier nicht. Hier ist noch ein bisschen Leder, können wir auch noch ein bisschen gebrauchen. Hier sind ein bisschen Planken. Ja, gut, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Habe ich hier mal noch ein paar Planken drin. Da ist noch ein bisschen leer. Hier ist sowas drin. Sowas. Und nichts. Ich könnte hier die anderen Kisten auch noch einsammeln oder einpacken. Das ist ja, also, ist ja egal, wie man das macht. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr, würde ich sagen. Gyrokopter machen wir auch noch. Dann einfach nur so, dass wir es mal gecraftet haben. Bringt natürlich nichts mit den Spielstand so groß. Aber einfach nur so, dieses High-Abwehrmittel. Da müssen wir einfach nur so einen komischen, dämlichen Löwenfisch finden. Gegengift und Kokosflasche. Gegengift und Kokosflasche haben wir sowieso en masse. Apropos, das Regal ist auch immer so ein bisschen blöd, weil es hier alles so runterfällt, ne? Das könnte ich auch noch mal alles überall einsortieren, weil mir das hier auch irgendwie nicht so 100% gefällt, muss ich sagen. Aber ich entscheide mich vielleicht auch noch um, keine Ahnung. Muss man nur gucken, wo das so am besten reinpasst, ne? Es ist nicht perfekt. Atmungsboost, Gazé, Gegengift. Ja, noch mehr Gegengift sogar, okay. Jetzt ist das natürlich schon wieder voll, das wird natürlich immer schnell voll, aber ist erstmal pro forma. Beschriften kann man es auch nicht, das fehlt ja auch noch so ein bisschen. Diese komischen Bugs hier müssen auch noch dringend gefixt werden. Es könnte auch noch alles überdacht werden hier oder auch nicht. Also ich bin gar nicht so unzufrieden. Nur einen richtigen Steg möchte ich noch gerne haben. Und wollen wir damit vielleicht auch beginnen oder wollen wir wieder zu Inseln? Natürlich auch mal das Floß ausbauen, weil es auch noch nicht perfekt ist, aber es ist schon okay. Weil es ist gar nicht so wendig, sag ich mal. Vielleicht kann man es irgendwie wendiger machen, ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht alles nochmal ganz anders bauen. Aber es ist immer noch ein bisschen zu klein, auf jeden Fall. Viel größer sollte es auch nicht sein, aber okay. Aber wo würden wir denn so einen Steg machen? Würden wir das hier hin machen? Das wird auch richtig anlegen. Also, das ist natürlich auch zu hoch. Und diese Wände brauchen da auch nicht sein.
oder halt hier zum Anlegen. Oder halt, wir bauen auch. Also hier kann man natürlich viel besser anlegen, sag ich mal. Aber man kann natürlich auch mehrere bauen. Aber ich würde das vielleicht sogar hier bauen. Habe ich hier noch einen Hammer liegen? Nee. Wir haben hier nur noch ein paar Sachen liegen, aber das macht nichts. Und ich muss natürlich auch immer darauf achten, dass ich auch esse und trinke, ne? Haben wir hier noch? Da haben wir noch Fleisch hängen. Ja, wenn die einmal leer sind, dann sind sie halt leer. Aber ist alles okay so. Das hier hat das noch so ein bisschen Treibstoff drin. Könnte ich wieder. Ach, ich habe wieder, glaube ich, Kartoffeln reingepackt, aber noch gar nicht wieder angeschmissen. Das ändern wir mal eben. Damit wir auch genügend Treibstoff haben, weil die beiden sind, glaube ich, voll und die anderen müssten alle leer sein, ne? Ja. Wir brauchen natürlich auch immer einiges. Hier haben wir sogar noch Rationen, das erinnert mich auch noch dran. Ich habe alles Mögliche dann auch wieder hier hingebracht, sogar mit zwei. Also ich musste zweimal fahren, sage ich mal. So, jetzt könnte ich mal eben einen Hammer gebrauchen. Ja, Beschriftung so wäre auch nicht verkehrt. Wie sieht das hier aus? Haben wir da eigentlich noch mehr? Nee, ne? Das sind die einzigsten, hoffentlich. Habe ich jetzt auch den richtigen? Ja, erstmal nehme ich dann gerne den kaputten. So, okay. Holzfundamente, wir haben natürlich auch ein bisschen Planken noch, aber ist egal, so sieht natürlich auch kein Steg aus. Wir brauchen also nur die Dinger, okay. Wir haben ja auch noch genügend andere. Also ich hab die Insel noch ganz schön auseinandergenommen da. Also Steg, ja, wie soll man das hier nennen? Das gehört eigentlich dann eher zum Haus, aber ich möchte ja eine richtige Anlegestelle haben. Okay, das können wir so machen. So, vielleicht muss ich noch gegebenenfalls hier ein bisschen rüberräumen, weil ich weiß nicht, wo der Anfang und das Ende sein wird. Meine Eier hier. Müsste auch mal weichen, wollte ich sagen. Also da kriegen wir auch noch einiges an Holz raus, wenn wir das denn brauchen. Oder vielleicht brauchen wir auch noch Planken. Das weiß ich natürlich immer nicht. Deswegen habe ich das erstmal so gelassen. Und die kosten auch halt, das nimmt halt sehr viel Platz weg. Kannst halt nur drei Dinger in eine Kiste packen. So, ihr müsst vielleicht auch, na, wobei, ihr könnt noch vielleicht ein bisschen nach links. Ja, hier sieht, das macht aber nicht, dass es hier so ein bisschen so aussieht, aber der Rest sieht ja nicht mehr so bekloppt aus. Außer hier und da, aber wenn wir noch mehr Kisten haben, irgendwann würde ich vielleicht alles einsortieren. Ja, man weiß ja nie, also ich speichere immer gerne zwischendurch, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie ich genau anfange. Mal gucken. Holzfundamente sind das doch immer, ne? Man muss nur die richtige Höhe finden, ne? Und hier muss ich erstmal gucken. Ja, wir könnten dann hier irgendwo. Wir müssen ja nicht ganz nah ranfahren, aber dass wir dann Anlegestellen, dass wir dann wenigstens auch hier laufen können. Also ist ja eigentlich egal.
wie das aussieht. Nicht perfekt. Das geht nicht so geil ineinander über, weil es hier... Aber, naja, das kann man so machen. Das könnte ich jetzt auch, wenn man viel Material hat, könnte es auch relativ schnell gehen. Aber bauen wir das ein breit, bauen wir das zwei breit. Naja, haben wir mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ich würde natürlich auch mal gerne ganz andere Inseln finden. Es gibt auch noch wohl Inseln, wo richtige Wracks auf den Inseln sind, wo diese komischen Ölraffinerien und so gibt es auch noch, oder wie auch immer man das nennt. Vielleicht musst du auch ein bisschen weiter weg, keine Ahnung. Und all sowas. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen haben wir noch. Ja, wenn ich so mache, dann zähle ich immer. Das ist ein, wenn da ein mehr wäre, wäre natürlich noch gut, aber. Naja. Achso, was gibt es denn noch so für Fundamente? Klar. Achso, das ist ja ein Plankenfundament, okay. Boden, ja, aber man braucht. Eigentlich brauchen wir nur diese Fundamente. Und die sollen ja auch hölzern sein und Planken sind mir zu teuer, also geht das schon klar. Wände braucht es auch nicht unbedingt. Fenster, das kann man alles an Häusern so machen. Türen, Treppen brauchen wir jetzt wie gesagt eigentlich auch nicht. Und Dächer auch nicht. Dann geht das schon so klar. Das ist hier noch ein bisschen was anderes. Das würde dann so aussehen. Das kann man auch als Endpunkt nochmal machen. Könnte man, muss man aber nicht. Aber was bringt mir das? Das hätte man auch hier als Ende machen können, ne? Aber hier bringt das auch nichts, weil es dann im Sand geht. Egal. Man könnte auch noch mal was ganz Großes bauen, sagen wir mal einen Turm, ne? Müssen wir immer mit Treppen arbeiten. Dann haben wir immer einen Boden da, ne? Guck mal, die könnte man hier. Macht der Setz automatisch auch dahin, damit eine Treppe verbinden und sowas. Ja. Den Ding wollte ich eigentlich vorbei. Na gut, mal gucken. Dann bauen wir ihn halt rüber, so. Sieht auch schon mal sehr gut aus. Man soll ja dann auf beiden Seiten ankommen. Aber ein Breit ist mir ein bisschen zu schmal. Auf welcher Seite würde ich dann noch weitermachen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde ich hier noch weiter bauen, glaube ich. Weil das da sowieso Richtung diese Felsen da geht. Und hier hat man noch ein bisschen Platz zum Aussteigen.
Allerdings schert man meistens sowieso nicht. Man kann nah ranfahren, muss man aber nicht. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Fürs Erste. Und wie sieht der Hammer aus? Der ist gleich kaputt, da muss ich drauf achten. Axt hält auch nicht mehr so. Nicht mehr so lange. Sonnencreme habe ich gerade nicht, ne? Also wir brauchen auch mehr Aloe Vera eigentlich. Sollen wir auch mal mehr anbauen. Das mit dem Anbauen ist hier auch immer so, ob das hier alles so optimal angelegt ist, weiß ich nicht. Die Koksnüsse sind mir auch mal ganz schön im Weg. Die muss ich dringend auch mal alle nacheinander austrinken. Und schon ist es auch wieder 15 Uhr noch was und auch wieder langsam Hunger und Durst. Das Bauen, das ist wohl ein bisschen anstrengend. Als wenn da was runtergefallen wäre, ne? Ist aber eigentlich nicht. Gegengift, ja. Ach, das ist für Blutungen zu stoppen. Um, meine ich. Wir brauchen zwei Aloe Vera, deswegen brauchen wir eigentlich auch noch mehr Aloe Vera Pflanzen. Könnten wir gerade sowieso nicht craften, weil ich nur eine habe. Mach mal aus. So, da könnte dann auch noch irgendwann ein Stock rein oder so. Ja, lass ich mal. Den einen Stock hier, ja, passt, okay. Ob mir das merken kann, dass es dafür ist. Ja, man denkt sich im Buch, warum liegt hier so ein Stock rum? Ja, ist auch egal. So, mal ein bisschen trinken und essen. Ist jetzt leer, aber es geht alles schneller als man denkt, leer, auf jeden Fall. Kleinen Fisch, kleinen Fisch, kleinen Krabbe, kleinen Seemöwe. Ja, dann geht erstmal die Seemöwe. Oh, die kleinen Fischis muss ich auch noch essen. Ja, und den Stock möchte ich nicht essen, danke. Den habe ich schon im Arsch. Ach, ach. So. Das Ding brauche ich auch nicht unbedingt, weil wir das Bett haben, aber ist egal. Und ich muss mir wahrscheinlich auch einen neuen Hammer holen, der gleich kaputt geht. Da geht's nicht. Das ist schlecht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Das hier geht auch nicht. Schade. Da ist der andere Hammer kaputt gegangen. Vielleicht würde ich das letzte Teil nochmal abreißen und dieses andere da bauen. Versuchen, ob das geht, weiß ich nicht. Damit das vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber das ist ja sowieso. Oder drei breit. Ich weiß es nicht. Hier müssen auch noch Lampen ran, aber wir haben da immer noch weitaus zu wenig.
Man muss ja auch noch auf die Richtung achten, glaube ich, ne? Wo ist meine komische da? Das sieht ja hier nur ein bisschen blöd aus, ne? Sonst. Aber die sind immer alle nach vorne. Und die sind jetzt alle so. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Ach, das ist ja jetzt blöd. Das ist ja jetzt mega blöd. Wie mache ich das denn jetzt nur? Das ist hier auch blöd, dass das so rübergeht und da nicht. Ich sehe jetzt halt auch nichts. Ja, wo bin ich denn jetzt? Die könnte ich auch daneben bauen, sozusagen. Da aber nicht. Dass es jetzt nicht in eine Richtung geht, das gefällt mir auch nicht. Vielleicht kriegen wir die Sachen wieder, weiß ich nicht. Oder vielleicht nur die Hälfte. Ich glaube, einer ist verloren, ne? Man kriegt nicht alle wieder. Ich kann es ja auch drehen, ja. Mit E und Q geht es nämlich. Da sieht es da einheitlich aus, aber hier natürlich komplett so. Ne? Wenigstens da ist es auch einheitlich zwar, aber. Naja, dann ist vielleicht eine Seite so, eine Seite so. Ja, was machen wir jetzt hiermit? Das Blöde ist, dass da nicht geht. Ich könnte es hier noch hinmachen, sozusagen. Pff, oder ganz weglassen, ne? Aber dann ist das auch wieder so. Hier geht man ja dann so gut rauf. Da muss ich noch. Muss ich hier auch noch bauen. Damit das. Dann kann ich das hier lassen, vielleicht. Weil sonst sieht das ja richtig scheiße aus. Ach, Schwierigkeit. Kann ich den doch gebrauchen, übrigens. Brauchen wir auch wieder eine Menge Holz.
dass ich so viel Baumstämme hier habe. Aber ob die überhaupt reichen? Muss auf jeden Fall so immer gebaut werden. Natürlich ab hier. Hallo? Ich hätte es auch bei einer Breite. Also bei der einer Breite lassen sollen. Und was mache ich denn hier? Warum ist das denn wieder so? Kaum erzählt man irgendwas, passt man wieder nicht auf. Und dann geht wieder ein schöner Stock verloren. Wo das dann wieder nicht aufgeht. Toll. Einer despawnt immer sozusagen. Das habe ich ja toll hingekriegt. Manchmal stellt er sich irgendwie, will er sich irgendwie umstellen. Ja, vielleicht sieht es bei Tageslicht besser aus. Die werde ich hier wohl noch alle gebrauchen, ne? Dauert doch länger als gedacht, aber zumindest eine Folge lang ungefähr. Kann ich noch alles mitnehmen? Wenigstens das. Die Länge passt ja eigentlich. Okay, ich dachte, ich hab... Ah, nee. Wir müssen ja noch ein weiter. Scheiße. Ah, ich wollte gerade sagen, es passt um einen Stock nicht. Das wäre ärgerlich, aber es passt um fünf Stöcke, glaube ich, nicht. Shit, aber sonst sieht das schon mal okay aus. Ja, bei Tageslicht wird es wohl noch ein bisschen besser aussehen. Ja, apropos Tageslicht, jetzt ist auch schon wieder fast der neue Tag. Die Folge ist schon sehr lang. Es ist eigentlich mit mir fast zu breit, aber jetzt haben wir schön wieder die ganzen Stöcker verbaut. Und hier wäre natürlich gut, wenn... Da geht es halt nicht, deswegen kann ich es nicht dahin machen, sonst sieht es da wieder blöd aus. Dann muss ich es halt so machen, dann muss ich es drei breit machen. Die gehen jetzt in die Richtung und die gehen beide nach vorne. Kann man so machen vielleicht. Dann können wir hier überall anlegen und da überall anlegen und hier so wieder rauslaufen. Naja, hier
Wollte ich jetzt erst machen, aber es ist viel zu hoch. Und da hinten, weiß ich nicht, können wir das auch noch machen. Brauchen wir natürlich auch wieder Big Stöcker, ne? Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, schmeiße ich das Ding mal weg. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen wieder in der nächsten Folge von Stranded Deep. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.